Oh Mann, es geht schon wieder los. Ja, das kann doch wohl nicht wahr sein. Okay. Cringe-Faktor ist schon mal da. Ich mache das wieder mit dem Let's Play und jetzt geht's richtig ab. Ich habe es letztes Mal schon angekündigt, wer es geguckt hat. Das war das Video, glaube ich, heißt Verkacken in Barcelona und genau das war's. Jetzt wird verkackt in Monaco, der Grand Prix von Monte Carlo. Schlimmste Strecke des ganzen Jahres, des Kalenders. Deswegen ist es auch nicht so schlimm, wenn ich da jetzt nicht so krass abschneide. Crazy Shit, ihr werdet es gleich sehen. Ich will nicht zu sehr auf Technikgedöns eingehen, weil es die meisten, glaube ich, gar nicht interessiert. Ja, verständlich, aber ich habe Stunden, über Stunden auf dieser Strecke geübt, damit ich die einigermaßen fahren kann. Für 20 Runden. Und ich weiß immer noch nicht, ob ich die fahren kann für 20 Runden. Ich befürchte fast nicht. Das wird eine fiese Geschichte. Ja, ich habe ein paar Fahrhilfen tatsächlich angemacht. Ich habe, ja, was heißt ein paar Fahrhilfen? Ich habe eine mittlere Traktionskontrolle angeschaltet, weil ich wollte erst ABS und Traktionskontrolle. ABS habe ich dann ausgelassen. Ja, obwohl ich irgendwie gerade nicht weiß, ob ich. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Ich mach's ABS an. Schande auf mein Haupt. Ich mach's ABS an, mittlere Traktionskontrolle. So. Alle, die ein Auto haben, sollten ja wissen, was das heißt. Der Rest ist wurscht. Viel habe ich rumexperimentiert. Unfassbar. Ich bin sauer geworden. Es ist krasser als Dark Souls einfach. Ich bin. Also wirklich, es ist krasser als. Glaubt mir. Glaubt mir, man merkt das im Fernsehen nicht, wenn man Formel 1 guckt. Da sagen alle fahren nur im Kreis, ist ja langweilig. Fuck my life, Alter. Fuck my life. Ihr wisst gar nicht, worauf ihr euch einlasst, wenn ihr das spielt. Also wie gesagt, ist nur für harte, für krasse Menschen. Ich hoffe, ich bin krass genug. Qualifying habe ich schon gemacht. Ich starte auf 18, glaube ich. Aber wird man ja jetzt nochmal sehen. Das wird schlimm. Das wird schlimm. Monaco. Die Formel 1 kehrt wieder einmal nach Ja. Monte Carlo zurück. Dies ist die Heimat Irgendein des weltberühmten Monte Carlo Casinos, Wahnsinniger das ist auf die Idee 1863 eröffnet gekommen, wurde und natürlich eines gewissen mitten in der Stadt Straßenrennens, am das Hafen erstmals halt so ein 1929 Parcours zu machen ablag. für die Formel 1, wo man mit Nirgendwo gibt es 250 eine Veranstaltung wie Langbrettern. diese und Wie nirgendwo ist ein wahnsinnig Sieg muss man sein? bedeutender Das als hier ist beim so großen gefährlich. Preis Aber von gut. Monaco. Wir sind Wird an diesem man Wochenende einmal auch mehr im als Zuschauer gleich französischen wahrscheinlich Riviera, sehen. freuen uns auf 3 Kilometer Guckt euch diese Scheiße Strandabfahrt an. im Fürstentum Monaco. Die Autos klettern auf etwa 40 Meter den Hügel hinauf, dann am Eine Ziel DRS-Zone, vorbei, weil alles bevor andere sie zu rückwärts gefährlich ist. weit zum Hafen Der verfahren. DRS-Punkt ist Es ist ein scheiße. sehr Ich kurzer muss an Weg der von der Pole denkbar Position dümmsten zur ersten Stelle einen Knopf Kurve am mit Lenkrad knapp drücken. 19 Kurven. Mitten in der 10 Lenkung Sekunden quasi ist und beim links und Gas 11 geben. Rechtskurven und es gibt nur eine einzige DRS-Zone Lächerlich. auf der Start- und Zielgeraden. Und auch Zum die Kotzen. ist viel Ja, zu kurz. Dank an Stefan Start Römer, und der Ziel hier gerade erneut an ist meiner die Seite zu dem Grand DRS-Zone. Prix begrüßen darf. Vielleicht sollten wir uns zum Außerdem gibt es Einstieg hier die nochmal zusammentun. langsamste Der Kurve. Sieg beim letzten Rennen war wirklich Die ist großartig. Ob sie das an diesem überhaupt, glaube Wochenende ich, auf der wiederholen ganzen kann? Welt Im gibt. Motorsport gibt es natürlich keine Wirklich, Garantien. wirklich Aber ich krank. denke, dass meine Aber letzte ja. Performance ihrem Ja, nichts Selbstvertrauen ganz vorwegnehmen. gut Wir haben ja getan eine haben coole dürfte. Einführungsrunde. Da fahren wir einigermaßen langsam. Langsam lang. Es ist an der Zeit, einen Blick auf Ich die wette, jetzt Aufstellung erklären der euch schon die Fahrer ersten alle für verrückt, weil ich so aufregend vor wahnsinnig werde Gästen. bei so einem Formel 1 Spiel. Max Die Verstappen ist meisten können gestern ja eine Formel 1 fantastische nicht Runde so. gefahren und startet von Pole. Und Ich was feiere immer das, dass das in steht meiner zu Saison erwähnen. Max In der Verstappen restlichen so hoch Startaufstellung ist. heute Das haben ist wir super. Albon, Leclerc, Wo ist Hamilton? Sebastian Vettel und Sainz, Hä? Perez, Ocon, Norris und Pierre Gasly. Hä? Hamilton, Grosjean, What? Ach, Kevin der hat eine Magnussen Strafe und gekriegt. Raikkonen. Ricciardo, wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten Ach, starten. warum haben die denn alle Ocon, Strafen? Ich Alpine kriege ja echt Dominanzi vieles und einfach gar Yannick nicht Stewart. mit. Bin so Russell, fuck. Moment mal, wo bin Stroll, ich denn dann? Latifi und Nikita Mazepin. Hä? Jeden Moment werden die Ich Startlichter hab mich ausgehen, also verpasst. schalten wir runter zur Moment Strecke mal. für den Beginn dieses Grand Prix. Hä? War ich doch nicht auf 18? Shit, wo war ich denn jetzt? Ich dachte, ich starte auf 18. Man muss dazu sagen, ich habe gestern das letzte Training und Qualifying gemacht. Also wie in echt quasi. Und jetzt bin ich also noch ungeübter, was hoffentlich sehr viel lustiger ist für alle, die zugucken. Ladezeit des Todes auf jeden Fall wieder. Okay, kann man machen.
Scheiße, ich hätte jetzt gern Livestream, okay, um zu wissen, los. Wo ich starte. Ich weiß, 16, du ach so. Also lass mich heute nicht hängen. 16 war das. So, Rennstrategie. Für die, die es interessiert, man nimmt in Monaco am besten sehr weiche Reifen. Das ist wichtig. So, das ist auch direkt gut. Den weißen wollen wir nicht nehmen, ne? Also wir nehmen weiche Reifen und nicht weiße. Weiße sind nämlich hart. Für Deutsche natürlich nicht gut, sowas. Okay, das ist kaum ein Unterschied. Personalisiertes. Okay. Personalisiert ist länger. Ne, dann nehmen wir die geplante, machen nach der siebten, gehen nach der siebten auf den gelben Reifen und ja, die roten versuchen wir zu benutzen. Also die ganz weichen versuchen wir zu benutzen, um ganz gut Tempo zu machen. Weil es gibt hier sehr viele Kurven, weiche Reifen haben mehr Grip, halten dafür aber nicht so lange. Es geht dabei um die Gummimischung natürlich für Leute, die das noch nicht verstehen. So, ich muss mal ganz checken. Ja, meine Flügel-Eros, die sind nahezu auf Maximum. Das ist all das, was ich eingestellt habe. Der Druck ist Reifendruck niedrig, damit der auch Reifen mehr Kontakt zur Straße hat. Auch sehr wichtig. Gut, ich habe ABS und mittlere Traktionskontrolle an, aber trotzdem ohne hätte ich den Controller durch die Gegend geschmissen. Ich musste einfach auf maximalen Abtrieb gehen. Gut. Mal loslegen, ne? Mal gucken, wie viel ich diesmal labern kann dabei. Weil Monaco, alter Schwede. So, Einführungsrunde. Achtet gut drauf. Das ist nämlich wahnsinnig. Aber schön, dass ich ein Einführungsrunden-Tutorial bekomme, während die Einführungsrunde startet. Das ist doch schön. So, der feiern wir mal hier. Aus, aber wir müssen uns das Getriebe ansehen. Also schalte ihn jeden Gang, wenn möglich. Die Bremsen müssen etwas zu tun bekommen. Also lass sie arbeiten. Und wärme bitte die Reifen auch gleich auf. Mache ich. Wird gemacht, Chef. Sorry. War keine Absicht. Ach komm schon. Wie entfernt aus der Einführungsrunde. Was passiert denn jetzt? Warte mal. Was? Kann ich das rückgängig machen? Es tut mir ja leid. Also ich wollte das ja nicht. Wo bin ich mit dem kollidiert? Da war schon die Strafe. Scheiße. Okay, warte, Leute. Das bleibt jetzt unter uns. Das geht natürlich nicht. Ich starte. Nee, das kann ich nicht. Das ist ja peinlich, Leute. Alter, oje, 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 oje. Oje, oje. Hat keiner gesehen, okay? Das bleibt jetzt unter uns. Die zwei, drei Zuschauer und ich, oder was? Wir sind Team, das ist jetzt unser Geheimnis. Unsere Religion baut auf diesem Mythos, okay? Also, so, dann wollen wir mal, ne, also hier, ah ja, ist alles, okay. Gerade geht das Rennen los. Oh! Mensch. Menschenskinder. So, jetzt. Nochmal von vorne. Das wird so scheiße. Okay. Versuche einmal in jeden Gang zu schalten. Wir müssen vor dem Start sicher gehen, dass die Kupplung funktioniert. Wir sollten die Reifen und Bremsen auf Betriebstemperatur bringen. Aber der Motor darf nicht zu heiß werden. Also pass auf, dass die Drehzahl nicht zu hoch wird. Also ich finde ja auch, grundsätzlich ist der Ricciardo schuld, weil der hier so krass bremst. So, das macht man halt auch nicht. Ne? So, da haben wir einmal. Ja, da kommt gleich die krasseste Kurve der Welt, deswegen ist hier so ein Stau. Wie soll man hier ein Rennen fahren? Jetzt mal im Ernst. Das
Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Wahnsinn, oder? Und ab in den Straßentunnel hier. Und gleich wird es nochmal sehr lustig. Beste Schikane der Welt. Bitte. Bleibt man gerne mal mit dem Hinterrad hängen. Super. Macht Bock. Da werde ich bestimmt von 20 Runden werde ich 21 Mal in die Wiederholung gehen. Das ist auch eine tolle Stelle. Top Speed. Durch die fucking Banden durch. Ich hasse es auch, ja. Okay, und dann nimmt er mir den Computer auch schon. Die Steuerung ab. Ich habe wie immer jetzt schon schwitzige Hände. Ich hasse mein Leben. Ich hasse mein Leben einfach. Warum spiele ich dieses Spiel? Warum spiele ich nicht einfach leichte Spiele wie Dark Souls? Oder Neo? Oder Sekiro? Bloodborne? Alter, das hat aber lang gedauert jetzt. Oh ja, geht direkt los, weißt du? Halt doch dein Maul. Kollision. Wir sehen geringfügige Schäden am Frontflügel. Schone den Wagen, ja, bis wir ihn jetzt hat einer Kollision mit mir gemacht. Nicht, dass es sich verschlimmert. Das ist halt auch eine fucking scheiß Rennstrecke, Alter. Wir ziehen jetzt eine alternative Strategie in Erwägung. Boah. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Warte bitte, lass mich kurz die Kurve fahren, dann antworte ich dir, ja. Alles klar. Ja. Ja, da guckt ihr scheiße, ne? Geben, ihr Penner. Tolle erste Runde, weiter so. Ne? Ja. Ein bisschen dötzen kann man mal machen. Die haben mich gedötzt, ich dötz die. So. Fucking Monte Carlo. Ich werde der absolute Sensationswinner hier in Monte Carlo. Ich räume das Feld von Platz 16 auf. Da werden noch alle gucken. Grosjean ist vor mir. Ja, was kann der schon? Nix kann der, Spoiler. Nicht so viel wie ich zumindest. Oh, fuck, Kurve nicht gekriegt. Die Kurve ist so geil, wenn man die nicht kriegt. Man hört richtig das Blech brechen. Okay, du hast eine Position verloren. Bleib am Ball. Ja, komm, halt mal. Ich krieg schon wieder. Okay, der lässt sich nicht einfach so. Dann krieg ich schon noch. Mach mal DRS an, Freunde. Dann krieg ich den. Das ist nicht gut. Shit. Ey, 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 ey! Alter! Von wegen, ich hab die verursacht, Brudi. Der hat mich einfach weggeballert. Scheiße. Ey, was war denn das? Sieht man das hier nochmal? Boom, ballerte mich in die Kurve hier. Soll ich von da nochmal, um zu gucken, dass der mich nicht kriegt? Ja, komm. Was kann er denn machen, ey? Er hat das schon wieder versucht. Und ich krieg die Verwarnung, oder was? Ein Witz ist das. Ein Witz. Das DRS wird in dieser Runde aktiviert. Es nutzen, wenn oh, du höchstens das, da habe ich ein bisschen sehr abgekürzt. Aber habe ich keine Strafe gekriegt, offenbar.
dann ging das ja noch offensichtlich. Oh. Ja, da merke ich meinen Flügel, dass er weg ist. Scheiße. Kurven sind nicht mehr so gut. Ist ärgerlich, weil der Boxenstopp dann länger dauert. Oh, oh, oh. Oh. Lass uns die Überholtaste benutzen und etwas Energie. Oh, du hast recht. Absolut recht, mein Superingenieur. Und das machen wir schon wieder. Komm. Oh, hier nehme ich ja wirklich lieber immer. Oh, ich glaube, ich habe meinen Boxenstopp verpasst. Am MGUK. Wir müssen das fette Gemisch vermeiden, damit wir damit klarkommen. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 5,5 Sekunden. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 3,4 Sekunden. Oh, ich krieg gar keine Kurve mehr. Oh, gegen die Wand schon wieder. Oh, fucking Monte Carlo. Giovinazzi, Alter. Ey, 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 ich glaube, ich drehe hier noch am Rad. Sag mal, du hast mich... Ey, ich, die haben mich weggeschoben. Oh, was ein fucking... Ah. Ja, komm, wenn ich schon dabei bin, versuche ich auch die Kurve besser zu kriegen. Ne? So. Ich glaube, ich... glaube, ich spinne hier, ey. Scheiße. Oh, mein Fehler. Aber jetzt hört auf, mich wegzuschieben. Ich habe wieder die Schuld für die Kollision gekriegt. Alles klar. Entschuldigung, dass ich im Weg stehe. Also fahr bei dem Rennen und den ich durchlasse. Affenköpfe, Alter. Ah, fuck, 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 fuck. Mein Frontflügel. Ah, alles kaputt. Alles kaputt. Flügel ist schwer beschädigt und du hast viel Abtrieb am Wagen verloren. Komm an die Box, dann verpassen wir dir einen neuen Frontflügel. Ja. Oh, fuck, fuck, fuck. Hier funktioniert ja gar nichts mehr. Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Alter, mein Reifen ist geplatzt. Oder habe ich das jetzt falsch gesehen? Ja. Schneller, schneller, schneller. Ich will kurz sehen, was passiert ist. Also hier habe ich die Kurve nicht. Überhaupt nicht gelenkt. Irre. Okay. Ey, irgendwie zum Boxenstopp retten. Boah, und wieder gegen die. Oh, ich hab gar keine Kontrolle. Jetzt hör doch mal auf. Ihr seid doch alle scheiße, ey. Alle Scheiße. Ich sehe schon. Das wird das amüsanteste Rennen für alle Zuschauer, weil ich die ganze Zeit am Fluchen bin und gar nichts hinbekomme. Ach nee, der Stroll. Der hat offenbar eine Strafe. Wie kann das nur sein, ne? Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Ja, Strategie. Meine Strategie ist weiterleben nach diesem Rennen. Also virtuell. Oh. Jetzt muss ich mich aber wieder an die Lenkung gewöhnen. Ja, meine Güte. Jetzt funktioniert es wieder. Hui. Das ist ja schön. Ist ja schön. Aber nach der Scheiße gerade muss ich mich jetzt dran gewöhnen. Yes. Ein bisschen Curb mit, Alter. Ein bisschen Curb. Und go. Okay, wir haben die Limits am MGUH erreicht. Der Antrieb wird ab jetzt eher zum Überhitzen neigen. Toll.
Man darf übrigens weiterhin mit mir mitfiebern, weil die anderen haben ja noch nicht den Boxenstopp. Also ich bin jetzt natürlich 22. Ein wenig schlechter funktioniert. Vermeide die magere Mischung, um das Gewicht zu reduzieren. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 11,6 Sekunden. Bisschen driftet. Ja, die müssen ja alle in die Box. Das heißt, dann wollen wir mal sehen, ob ich die nicht noch kriege. Einen späten Bremspunkt erwischt leider. Jede Runde aufs Neue bin ich so froh, wenn ich diese Scheißstelle bekomme. Und da überrundet mich gleich schon der Max. Fuck. Ein Fehler hier und man ist in der fucking Bande mit einer Trillion km/h. Einfach nur angsteinflößend. Man kann jeder selbst für sich entscheiden, also wie angsteinflößend diese Strecke ist. Ich finde sie sehr angsteinflößend. Rede ich gerade nicht viel Rede, aber ich bin gerade gut. Vielleicht merkt man es, hoffe ich. Solange ich gut bin, so für eine halbe Runde oder so, dann will ich das schon nutzen. Überholknopf, hier ein bisschen Energie ballern. Muss auch mal sein, ne? Überschüssige Energie loswerden. Ist nicht nur für Säuglinge gut, sondern auch für Formel 1 Autos. Vergisst man ja gerne mal. So viel Zucker essen. Hey, es war meine beste Runde jetzt, ne? Läuft doch. Aha! Dein Vordermann hat soeben auf Mediums umgestellt. Vordermann jetzt auf Mediums unterwegs. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 2,1 Sekunden. Die Reifen gemeint, na klar. Wie sagt man in Monaco? Auf gar keinen Fall gierig werden. Denn dann bist du tot. So geht das Sprichwort unter Rennfahrern, glaubt mir. Ah, shit. Da bin ich jetzt aber... böse gerutscht. Nikita an der Box. Ja. Dann zeige ich Nikita mal, wo der Frosch die Locken hat. Zack. 18. Abstand zum Teamkollegen beträgt 4,4 Sekunden. Ja, aber ich möchte mal bitte sagen, nicht vorwärts, sondern rückwärts. Der ist nämlich ein Lappen. Ich möchte, dass so auch geschrieben steht. Der ist nämlich auch im wahrsten Sinne im echten Leben. Ein scheiß Lappen, der nur in der Formel 1 ist. Jetzt. Weil sein Vater sehr viel Geld hat. Bisschen Gesellschaftskritik hier am Rande.
Ist aber so. Kannst du argumentieren, wie du willst. Kurve nicht gut gekriegt, schade. Ballern. Ich hab Stroll hinter mir, das ist scheiße. Der ist gut. Das wird schwierig. Muss ich besser sein. Wie viele Runden habe ich? Hälfte, okay. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 5,2 Sekunden. Ach komm, echt? Sieht gar nicht so viel aus. Aber ich habe nicht mehr wirklich so viel Energie, nur besser nicht. Vor uns ein, aber yes. Vergiss nicht, dass diese Reifen bis zum Schluss durchhalten müssen. So, hast du natürlich recht, mein Freund. Aber was viel schwieriger wird, meine Geduld muss auch bis zum Ende aushalten. Und mein Herz. Schon alt. Und alte Frau ist ja kein Formel 1 Auto. Entschuldigung. Nee. Ah, du Affenarsch. Ja, war mein Fehler. Oder? Lass mal kurz gucken, ob das mein Fehler war. Ich glaube, das war mein Fehler. Ja, ja, okay, sorry, sorry, sorry. War mein Fehler. Du hast absolut recht. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich muss schnellere Autos auch mal lernen vorbeizulassen. Bla. Lustig, dass er in der Wiederholung hier jetzt nicht schneller war als ich. Da bin ich ein bisschen besser gefahren. Jetzt gerade. Oh oh, fuck, zu spät, Kurve. Ah, oh, ist das ärgerlich. Will er vorbei? Noch nicht. Dein Hintermann holt 5 Zehntel pro Runde auf dich auf. Ich weiß das. Ich sehe den im Rückspiegel. Also. Du weißt schon, was ich meine. Valtteri! Hat die schnellste Runde. Mal Gas geben, dass der mich nicht kriegt. Oh. Dein Frontflügel hat etwas abbekommen. Scheint nur geringfügig zu sein, aber geh es etwas ruhiger an, um das Problem nicht zu verschlimmern. Ja. Konsequenzen müssen sein. Es tut mir leid, Frontflügel. Ich sehe ein, ich habe einen Fehler gemacht.
Benzin eine alternative. Okay, Moment. Das kann ich so nicht. Bisher habe ich meistens dann eine Wiederholung gemacht, wenn ich weggebumst wurde. Ey, so wie jetzt. Aber diesmal habe ich es ausgehalten. Ich hoffe, der hat sich seinen Frontflügel kaputt gemacht. Jetzt mal ohne Scheiß. Oh, der ist in der Box. Der ist in der Box. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 8,2 Sekunden. Ballern! Oh. So war Ballern nicht gemeint. Zählt das schon als Abkürzen? Ich hoffe nicht. Dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Ich weiß nicht, was ist denn der neue Plan? Sag mal. Ich will den ersten Plan. Ich will so durchfahren. Riskant. Aber spart mir halt einfach 24 Sekunden Boxenstopp, ne? Benzin sparen fahre ich auch nicht. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Ich hätte sonst das Benzingemisch anpassen können und ein bisschen mehr Tempo rauskriegen können. Boah, der ist direkt hinter mir, Giovinazzi, ey. Warte, das ist derselbe, der mich schon tausendmal weggebamst hat. Wer? Vordermann. Nee, Brudi. Oberste Monte Carlo Regel. In dieser Kurve nicht überholen. Habe ich eine... Oh, sorry, jetzt war ich voll abgelenkt. Habe ich eine blaue Flagge? Wird mir ja gleich gesagt. Aber ich befürchte, ich habe eine blaue Flagge. Scheiße. Blaue Flagge. So, jetzt kommt vorbei. Will er nicht. Ich wieder. Oh, komm schon. Warum bin ich jetzt dumm? Die blaue Flagge, die blinkt mich tierisch ab.
So, hier kann ich. Blaue Flagge, mach dem Fahrer hinter dir Platz zum Überholen. Dafür muss der Fahrer hinter mir. Teamkollegen beträgt 2,9 Ach komm. Aber gut. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 3,8 Sekunden. Ich lasse dich gerne vorbei, mein Freund, aber dafür musst du mir auch irgendwo nahe kommen. Also ich bremse jetzt nicht für dich. Komm. Ach komm! Blaue Flagge ignoriert. Ja komm. Kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ja super, jetzt ist der auch vorbei. Nee, Leute, das sehe ich nicht ein. Das ist scheiße ist das. So. Hier meinetwegen. Lass ich die vorbei. So, das ist. Das ist das Problem mit diesen KI-Pennern, Alter. Blaue Flagge, Alter. Das nutze ich zum Überholen. Ja, ich hasse euch. Und jetzt habe ich. Ich kann überhaupt nicht mehr lenken jetzt hier. Scheißdreck, Alter. Verliere ich absolut. Jetzt hat der mich überholt, um in die Box zu fahren. Ich bin jetzt einfach stillsauer. Weißt du was, der Frontflügel ist eh kaputt. Jetzt ist auch egal. Ey, ey, ey! Solche Leute haben wir gern, wa? Oh je. Ich kann ja gar nicht mehr, also mein Auto lässt sich nicht mehr kontrollieren. Oh nein! Es ist alles so traurig! Es ist alles so traurig! Oh je, bitte! Oh je! Die Art muss ich noch so viele Runden fahren. Oh, jetzt, oh, geh um die Kurve. Fuck my life. Es ist alles nicht schön. Punkt 1 ist, man verhaut sich den Frontflügel die ganze Zeit. Und Punkt 2 ist, wenn er einmal verhauen ist, kriegt man die Kurve nicht mehr. Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Nee, Rudi. Nicht so, mein Freund. Nicht so. Nicht mit mir. Ihr wisst es, Freunde. 4, 4, 4. Komm, die Bande ist mir jetzt auch egal. Hab die Bande lieb. Da will ich sie halt auch mal drücken. Jetzt ist Corona, wir sind alle einsam. Also macht euch nicht lustig jetzt. Oh! Fuck. Okay, zur Box mit dir. Der Frontflügel hängt kaum noch dran. Ich weiß. Aber wenn ich jetzt zur Box gehe, bin ich letzter. Oh, fuck, mein Leid. Und da ist der Front. Oh. Pff.
war ein heftiger Aufprall. Mach den Motor aus und warte auf die Marshals. Ich weine gleich. Und wer ist schuld? Der König von Monte Carlo. Nee, in Monaco. Oh. Jetzt dräng mich doch hier. Oh. Ich hab die Verursache. Guck dich das an. Das ist doch. Du bist. Ich bezahl dich. Das ist mein. Alter. Also. Ey. Entschuldigung? Oh, mehr, Alter. Das ist doch nicht normal. Nikita kommt in die Boxengasse. Ach, jetzt ist er auch in der Boxengasse, nachdem er mich weggewämst hat. Oh, Mensch, echt jetzt? Hurensohn, Entschuldigung. Ich drehe am Rad. Blaue Flagge. Die Würfelung. Mein einziges Ziel ist jetzt, schneller als Nikita sein. Komm, fahr vorbei. Seht ihr, man braucht einen Frontflügel, um die Kurve überhaupt zu schaffen. Das ist wirklich fies. Ja komm, fahr vorbei. Nicht, dass ich wieder eine Strafe wegen fucking blauer Flagge krieg. Gar keinen Bock mehr. Etwa 2 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Sind ja zum Glück nur noch 2. Aber nicht Formel 1 Fans können sich das gar nicht vorstellen, was das für ein Unterschied ist, ob man Frontflügel hat oder nicht. Es ist wirklich crazy einfach. Das war's, oder was? So, das Rennen ist vorbei. Pass auf dein Auto auf, während du reinkommst. Ich starte als 16. Bin fertig mit als 21. Monaco. Wir haben die ganze Zeit mitgefiebert und dann wurde dieser unglaubliche Sieg abgeliefert. Wundert mich nicht, dass Leute mir sagen, ich soll Videos machen, wo ich mich nur aufrege. Sag mir, Stefan, wie konnten Sie diesen Sieg erringen? Ich denke, dass das Resultat größtenteils dem Temperament geschuldet ist. Er hat es einfach geschafft, kühlen Kopf zu bewahren, als alle anderen die Fassung verloren haben. Was, ich bin auch ruhig. Maximum aus dem Auto raus. Penner, Alter. Strategie optimiert. In Ruhe in Person. War jetzt für die Pointe. Natürlich. Aber wisst ihr, das ist egal. Ich bin schneller als mein Teamkollege. Und der hat mich wie eine besenkte Sau weggewämst. Die ganze Zeit bin ich friedlich gefahren. Ein großartiges Beispiel für eine rundum gelungene Umsetzung. Total an das Team von Mercedes, angenehm, so dass man sagen kann, Mensch, sagt man dann, diese Person ist aber friedlich gefahren. So sagt man das nämlich dann über mich nämlich. Ja, da diese Nummer. Wie heißt sehen dies, wir uns nun die diesem Spiel? Wichtige Punkte für so. Bottas, der damit seine Führung in der Rang. Ach, jetzt habe ich weitergedrückt. Ah, ich wollte mir das angucken. Egal. Vielleicht ist es auch besser so. Ich wollte mir nämlich eigentlich die Strafen nochmal angucken. Ach so, das ist Romain Grosjean. Okay. Dass der straffrei ist, ist okay. Den habe ich mir als Konkurrenten aus einem höheren Team gewählt. Ich bin ja mit meinem Team sehr, sehr weit unten. Ist ja auch logischerweise mein erstes Jahr, ne? Da habe ich noch nicht die krassen Komponenten und so weiter.
aber ich bin besser als der und das ist gut. Ich kriege Geld. Sehr gut. Abzüge für Schäden, 50k. Ja, komm, ist egal. Wenigstens für Geld ist der gut. Aber als ob der keine Schäden hatte, als der in mich reingebämst ist. Na, kriegen wir ein Interview? Dann kann ich in diesem coolen Let's Play auch mal ein Interview zeigen. In diesem coolen Let's Play bin ich übrigens nur cool am Verkacken bislang. 22. Dann 21. Also noch 20 Rennen, dann bin ich Erster, schätze ich, ne? Und so eine Saison hat 16. Also meine Saison hat 16. Das kann man natürlich auch Dings, ne? So, hier sind ein paar Upgrades fertig. Das finde ich gut. Prinzipiell. Da ist ein Upgrade verkackt worden. Da muss ich mal mit der Belegschaft reden. Hier ist wieder alles kaputt. Nein, es ist natürlich nur das erste Set, was letzte Mal schon abgenutzt war, ist kaputt, meine Sponsoren. Rangliste? Nee, da, ja. Bullshit. Okay. Aber, ranglistemäßig, ich bin schon mal Fünfter geworden. Also in der Weltrangliste hier, nur zum Beweis, dass ich nicht so scheiße bin. Ne? Ich bin auf Platz 10 mit meinen 10 Punkte. Also nur mal so. Will ich nur mal so fürs Protokoll dingsen. Was ist denn der nächste Grand Prix? Frankreich, das ist eine coole Strecke. Freue ich mich. Bis dahin. Wir sehen uns, ne? Hoffe ich, vielleicht. Mal gucken. Mal gucken. Je nachdem, wie es ankommt. Tschüsschen.